Hallo, liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück bei This Land is My Land. Es ist eine Weile her, seit ich die letzte Aufnahme hier gemacht habe. Und ja, wir wollten beim letzten Mal, soweit ich mich daran erinnern kann, jetzt das Fort hier, Fort Pierce, überfallen und ausrauben. Wir haben hier soweit erstmal ordentlich geklärt und uns einen kleinen Bereich geschaffen, der jetzt unserer ist. Und versuchen jetzt den gegnerischen Bereich einzudämmen. Okay, dann Fort Pierce ist dort drüben. Markieren wir mal auf der Karte. Na, so. Dort entlang. Ich werde wahrscheinlich auf die Nacht warten, um in das Fort einzufallen und dann versuchen, dort Stück für Stück alle zu betäuben und nach auszuschalten. Ich hoffe, das gelingt einigermaßen, ohne dass mir hier wieder der Hauptcharakter entfleucht. So, da haben wir das Fort Pierce. So, dann wollen wir mal schauen. Da haben wir jemanden. Da auch. Okay. Unseren Hauptcharakter sehe ich erstmal nicht. Nein. Nein. Ja, es werden jede Menge Leute da drin sein. Puh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Gut, da das hier drüben nicht unsere beiden Hauptziele sind, möchte ich mal sehen, ob ich die eventuell ausschalten kann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel schlechtes Karma dadurch kriege. So, erstmal gucken, ist hier noch irgendwer in der Nähe an Wachen? Wer ist das? Ganz normale Wache. Leider verschwinden die Dreiecke erstmal aus dem Fernrohr. Die können mich schon sehen. Naja, es sind zwei. Wird schwierig. Ich glaube, da können wir erstmal nicht viel machen. Nehmen wir mal mit. Was auch immer Pearl Everlasting ist. Vielleicht kommen wir in den einen ran, während der andere Holz hackt. Mit einem Stun Arrow. Oh, da kommt jetzt wieder einer von dort drüben. Na, ich glaube, das ist hier keine gute Idee. Ich werde vielleicht doch lieber mal bis zum Einbruch der Dämmerung warten. So, was macht der jetzt? Tja, wenn der jetzt hier weit genug rüberläuft, dass wir uns ihn schnappen können, hätten wir ja schon mal einen ausgeschaltet. Ja, das sieht gut aus. Hab ich dich. Hat er was zu sagen?
Nein. So, okay. Dann looten wir den erstmal. Und dann schleppen wir den hier erstmal weg. Ich will nicht wieder, dass der eventuell in das Fort zurückläuft. Den schleppen wir mal weit genug weg. Hier hin ungefähr. So, und dann. Voodoo-Zauber. Oder indianischer Voodoo. Voodoo ist ja eigentlich. Gehört ja hier eigentlich gar nicht her. Ja, befreie dich vielleicht erstmal aus deinem Boden-Bugging. Und dann lauf gefälligst in die richtige Richtung weg. So, komm, verschwinde. Ja, genau. Sehr gut. So, der ist schon mal weg. Dann kümmern wir uns mal um die anderen. So, der ist schon mal fort. So, wo sind jetzt die anderen? Da ist. Die Holzfäller sind offensichtlich gegangen. Da war gerade noch irgendwie eine Wache. Okay. Tja, und wenn ich jetzt hier jeden Einzelnen rausschleppen muss. Ich möchte hier den Hauptcharakter schaffen, ohne dass die hier wieder zurücklaufen. So, da warten wir mal kurz ab, bis der im Vor ist. So. Hab ich dich. Please don't kill me. Here, go and take. That's all I have. I can be in use for you. Wait, that's where my body is. Please leave me alone. Hat uns jetzt irgendwer gesehen? Ich höre Fußgetrappel. Komm mit. So, schön dort irgendwo hinter einem der Felsen. Vielleicht über den Hügel drüber. Ich weiß, das dauert jetzt etwas länger, wenn ich hier jeden Einzelnen so raustrage. Aber ihr habt es ja schon mal erlebt, dass die Typen dann einfach wieder zurücklaufen in das Fort, wo ich sie überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Denn dort wird dann offensichtlich der Hauptcharakter gewarnt. So. Looten. Nehmen wir. Und. Intimidaten. Ich könnte natürlich jetzt auch ein paar von den Jungs da unten anders ausschalten. So, und bitteschön in die Richtung, in die ich schaue. Ja, schon mal die richtige Richtung. Und. Nein, nein. Komm, verschwinde. Jawohl. Sehr gut. Wieder einer weniger. So, da sind noch zwei, vier, fünf. Ja, das kann doch ein bisschen dauern hier. Versuchen wir erstmal herauszufinden, wo sich unser Hauptziel vielleicht befindet.
hier schon reinsneaken? Ja, können wir, können wir. Okay, da drüben steht eine Wache offensichtlich hinter dem Heuhaufen am Tor. Der kommt da raus. Okay. Ich glaube, wir haben unser nächstes Ziel gefunden. Der scheint auch ein bisschen buggy rumzulaufen. Kann uns der andere dann sehen? Nein, ich hoffe nicht. Jetzt läuft er wieder normal. So, ja klar. Okay. Komm her. Hat noch ein Scharfschützengewehr dabei. Oder zumindest so eine Vorderradarmuskete. Die brauchen wir nicht. So. Haben wir den nächsten. Naja, mühsam ernährt sich der Tonto. So, ablegen, looten, na gut, take all. Wir können ihn erstmal verscheuchen und dann den Kram ablegen, den wir nicht mehr brauchen. Am besten hier oben bei dem Zelt. Dann weiß ich auch, wo das Zeug ist. Hier bin ich. Show yourself. Hier bin ich. Komm du erstmal auf die Beine. Und verschwinde. Booga booga boo. Sehr gut. So. Das legen wir ab. Das Gewehr vielleicht auch erstmal. So, hier können wir glaube ich schon mal runterrennen. Ohne dass was ist. Da steht noch einer draußen. Den schnappen wir uns. Hoffentlich. Na? Erwischt. Kommst du mit? Wir gehen ein kleines Stückchen. Ja, der Betäubungspfeil hat offensichtlich super betäubt. Quer durch den Kopf. Toll. Naja, solange er am Ende immer noch tatsächlich betäubt ist und nicht tot, will ich hier nichts gesagt haben, aber liebe Entwickler, da möchtet ihr euch vielleicht grafisch nochmal ransetzen, hm? So, was hast du denn dabei? Oh, jetzt habe ich ihn schon gelootet. Naja. Den Kram brauchen wir am Ende wahrscheinlich sowieso nicht, den die Typen hier dabei haben. So, komm. Der mit dem Pfeil durch den Kopf, Joseph Hoffman. Nein, nicht in diese Richtung. Nein. Nach da, genau. Hau ab. Genau. Huh.
Das war knapp. Was? Er ist schon wieder entkommen. Ah. Gary Beard, okay. Aber warum ist er denn entkommen? Gut. Some couple of guys more around. Okay. Na gut. Dann führen wir das hier trotzdem, glaube ich, erstmal zu Ende. Jedes Vor, das wir hier auseinandernehmen, ist, glaube ich, erstmal sehr gut für uns. Okay, die Jungs wachen auf. In was haben wir uns da rein manövriert? Na gut. Verfolgen wir mal, wo unsere Hauptperson hingeht. Dort drüben. So, schleichen wir uns mal hier rum. Da herum. Und schnappen uns mal hier die Haupttype. Oh, da ist noch eine zweite Wache. Nicht gut, nicht gut. Na komm schon. Wie viele Pfeile hält er denn aus? Wann ist der Typ hier mal betäubt? Okay, das hat sich erledigt. Hauen wir hier ab. Und zwar so schnell wie möglich. Bevor wir hier noch hops gehen. Das lief ja überhaupt nicht gut. Okay. So, haben wir noch irgendwas zur Heilung dabei? Honey, ja, die Jungs schießen immer noch. So, das müsste erstmal alles reichen. Puh. Na, das war ja nicht so erfolgreich. So, dann krauchen wir mal wieder hoch. Ich habe nur noch 4 Stun-Arrow-Pfeile. Was war denn da gerade los und wie viele Pfeile hält der denn aus? Direkt auf den Kopf getroffen. Das waren alles Headshots. Unglaublich. Wirklich nicht zu fassen. So, stehen die da jetzt noch irgendwo? Haben die mich verfolgt? Ja, da läuft einer mit einem gezückten Revolver rum.
Tja, vielleicht sollten wir hier auf schlechteres Karma gehen und die Jungs einfach ausschalten. Ach ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vier Leute ausgeschaltet und dann sowas. Na gut, dann warten wir doch hier einfach mal, bis sich die Lage wieder etwas beruhigt hat. Die Leute gehen jetzt wieder ihrer Arbeit nach. Da ist einer. Der steht da erstmal nur Wache. Gut, da drüben haben wir noch einen Holzfäller. Aber ich würde sagen, wir schalten hier mal die Wache aus, wenn der jetzt hier in die richtige Richtung marschiert schon. Warum denn nicht? Da steht er natürlich jetzt ungünstig. Anscheinend zum Pinkeln gegangen. Habe ich dich. Ist mir egal, wer es ist. Du kommst erstmal mit. Können ja hier nicht ewig Nachschub bekommen an Leuten. So. Ja, kannst du behalten. Jetzt spielt es zwar keine Rolle mehr, ob die hier oben wegrennen. Hier hat es wohl, glaube ich, jetzt eher noch einen Zweck, dass die anderen uns nicht sehen, wenn wir das hier machen. So, da steht einer am Eingang. Da drüben ist noch einer. Läuft dort durch die Gegend. Und da ist das Hauptziel von diesem Fort. Das sind immer noch jede Menge Leute. So, wo läufst du denn hin? Okay, das scheint ein Soldat zu sein. Hat zumindest eine Uniform an, mit den Schulterstreifen drauf. Okay, naja, natürlich, wir sind ja auch in einem Fort. Klingt relativ logisch. Wow. Da wollte ich ihn umgehen. Und da hat er mich wieder umgangen. Schade, worauf auch immer er jetzt da aufmerksam geworden ist. Folgen wir ihm mal. Ja, er geht jetzt leider wieder in das Fort hinein. Wo auch die anderen sind. Gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal ein anderes Ziel wieder schnappen. Mal schauen, ob hier draußen noch irgendwo einer rumlungert. Vielleicht, wenn ich das Fort mal von der anderen Seite umgehe. Entschuldigung, ein kleiner Frosch im Hals.
So, hier ist erstmal nichts. Da ist wieder unsere Hauptfigur. Rennt in diese Richtung. Gibt es hier noch irgendwo Holzfäller? Nee. Nein, du siehst mich nicht. Ja, wir sehen, das Fort hier ist noch ziemlich im Aufbau begriffen. Wonach suchst du? Ich weiß, du suchst nach mir, aber woher weißt du, dass ich hier... Also, was hat dich gewarnt? Naja. Nein, nicht sehen, nicht sehen. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Wenn uns die anderen jetzt sehen durch diesen Schuss. Wupp. Wir gehen mal auf den anderen Bogen. Nur für den Fall, dass. Komme ich hier nach hinten weg? Ja. Huh. Gerade noch mal so. Ein Katz-und-Maus-Spiel hier im Fort. Wow. Okay. KI scheint hier ein bisschen Spätzünder zu sein. Kommt da einer um die Ecke? Nein. Okay, die sind erstmal nur gewarnt und schießen anscheinend wild durch die Gegend. Nicht so gut für mich. Ich glaube, ich gehe mal lieber irgendwo etwas weiter weg in Deckung. Naja. Vielleicht kann ich ja den anderen jetzt wieder erlurken. So, wo ist der? Da. Nein, der hat mich doch jetzt gerade nicht gesehen. Wo rennt er denn jetzt wieder hin? Tja, oh, da ist noch einer, den wir bis jetzt noch gar nicht entdeckt haben. Nein, ich will nicht Pfeife rauchen. Wir brauchen das Beiglas. So, damit haben wir den jetzt auch markiert. Der scheint anscheinend noch nicht gewarnt zu sein. Dann kommst du mal her, Freundchen. Chief, please don't kill me. I know who sent Gang Cam. Please, don't kill me. Okay. Okay.
Das, warte mal, das brechen wir ja noch kurz ab. Ich wollte ihn ja erstmal noch looten. Hat er noch irgendwas? Nee, nichts Interessantes. Dann. Hoffentlich sehen das die anderen jetzt nicht. Wenn wir das hier so nah machen. Find and intimidate. Bearface Killer in Fort C.F. Smith. Okay. Gehen wir mal ganz kurz ein kleines Stückchen weg und schauen uns das an. So, hier durften sie uns erstmal nicht mehr sehen. Dann. Okay, jetzt ist das wohl schon etwas genauer. Wo ist das auf der Karte? Da. In diesem Gebiet. Okay. Na dann machen wir das doch nach diesem Flur. Hoffentlich nach diesem Flur. Vor. Ja, die zweite Nacht. Wir schleichen immer noch herum und fischen immer noch einen nach dem anderen hier ab. Ich habe das Gefühl, die kriegen irgendwie Verstärkung. Zwischendurch. Kann das sein? So. Die beruhigen sich jetzt hoffentlich alle wieder. Sind nicht mehr gewarnt. Versammeln sich jetzt offensichtlich alle. Aha, Paul Marshall ist jetzt weg. So, mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen näher rankommen. Ohne gesehen zu werden, hoffentlich. Ja. Huh, Risiko. Ah, da kommt noch einer. Wo läufst du denn hin, mein Freund? Na, na. Kann es sein, dass man dich auf Wachposten geschickt hat? Pinkeln. Gegen den Holzzaun, bitte. Hier schauen Kinder zu. Ja. Schauen wir uns die Pferde an. In dieser Zeit könnten wir den eigentlich schon von hinten erwischen, aber die KI, der da hinten legt sich gerade schlafen, dann legt er sich doch wieder nicht schlafen. Wann legst du da drüben dich wieder schlafen im Zelt? Der steht ja auch frei in der Luft, backt ein bisschen rum. Raucht offensichtlich erstmal noch eine. Natürlich, die Zigarette vor dem Schlafen gehen. Was macht er jetzt? Liegt der hier im Zelt? Ja, anscheinend. Aber jetzt ist er gerade aufgestanden. Okay, wir liegen jetzt alle hier in ihren Zelten. Kurz mal looten. Gibt es hier was Interessantes? Oh, bisschen nachtaktiv die Freunde hier. Hm? Ständig von A nach B laufen.
Tja, das könnte hier noch eine ganze Weile dauern. Und ich schätze, das werden wir auch so in einer Folge jetzt nicht mehr hier klarkriegen. Eventuell präsentiere ich euch das Ergebnis oder wir gehen das Ganze in der nächsten Folge nochmal an. Denn jetzt scheint es so zu sein, dass wir hier nachts gar nicht mehr vorwärts kommen, sondern darauf warten müssen, dass sich hier tagsüber irgendwo einer absondert und die einzeln nacheinander abfischen. Na gut, liebe Freunde der Geschichte, dann würde ich sagen, beende ich diese Folge mal an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das hier vorgestellt haben. Denn das Hauptobjective hier ist leider verloren gegangen. Dafür müssen wir jetzt dieses Gefängnis hier, Fort hier auch noch befreien. Ja. Gut. Schauen wir mal, ob uns das in der nächsten Folge gelingt, zumindest dieses Fort hier dann zu erobern. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, This Land is My Land mit Tonto, dem Indianer, und mit mir, Pastor Pinsi. Bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut.